Das erscheint dann, wenn wir einen Weg finden, das sinnvoll zu finanzieren, weil sowas richtig viel Geld kostet. Das Video hat schon richtig viel Geld gekostet und jetzt da eine Gaming-Funktionalität reinzubauen, dass das auch wirklich spielbar ist, mal sehen. Also ich überlege, das so als kleine Variante in so eine Failerhead Telefon-App reinzubauen, aber das muss man auch irgendwie sehen. Das soll ja alles, wenn möglich, umsonst sein. Also diese Telefon-Apps sind nur dann interessant, wenn Leute sich viel runterladen, und dann, wenn die Dinger 15 Euro kosten, macht das keinen Sinn. Müssen wir mal sehen. Also es ist ein bisschen so ein Gedanke, den ich habe, aber das ist wirklich eine Finanzgeschichte da. Keine Ahnung, ich komme mit jedem von denen gut klar. Ich habe mich noch mit keinem geprügelt. Das Ding war, dass wir für das Video ein paar Bands gefragt haben, die wir persönlich alle kennen. Und dann einfach gesagt haben, wir möchten Gegner ins Video bauen, die für meine Fans und für die ganzen Szene-Leute bekannt sind. Und deswegen das Ganze interessanter machen. Wenn da irgendwelche Straßengangs gewesen wären, wäre es halt irgendwie, wäre nicht dasselbe gewesen. Also habe ich einfach Freunde gefragt, wollt ihr euch nicht von mir in dem Spiel verprügeln lassen? Und die haben alle sofort ja gesagt. Da gab es also irgendwie überhaupt keine langen Diskussionen. Und deswegen, und weil das alles so schnell verlieren liegt, einfach nur daran, das Lied ist in 4 Minuten 30 zu Ende und wir mussten durch 5 Level durchkommen. Und hätten wir dann eine Minute Kampf in einem Level gehabt, A, wäre es wirklich langweilig geworden und B, wären wir nie bei 4 Minuten 30 ausgekommen. Das This sort of thing has cropped up before, and it has always been due to human error. This sort of thing has cropped up before, and it has always been due to human error. Another day is gone, and ich bin schwer zu motivieren, wenn es um Dinge geht, die mich nicht interessieren. Das Lied handelt weniger vom inneren Schweinehund, als es handelt nicht von mir, sondern es handelt von einer Bekannten, die mal so eine depressive Phase hatte, was für sie als total gut funktionierender, organisierter Mensch sehr ungewohnt war. Und dann haben wir da telefoniert und sie hat das erzählt und danach hatte ich die Idee, diesen Text zu schreiben und habe dann auch direkt den Song geschrieben. Also das, was auf der CD ist, ist fast zu 90% das, was ich an dem Tag geschrieben habe, inklusive Gesang, alles. Und also bei mir ist es so, dass ich in der Schule nur Einsen oder Vieren hatte, weil ich entweder Bock hatte und es dann auch machen wollte oder ich hatte keinen Bock und ich habe es auch nicht gemacht. Und das heißt, ich bin nicht schwer zu motivieren, wenn es mich interessiert. Ich bin überhaupt nicht zu motivieren, wenn es mich nicht interessiert. Und das ist dann die Antwort auf die Frage, ob ich schwer zu motivieren bin. Ist das in Schweden so? Ich war in meinem Leben noch nie in Schweden, ich kann das nicht sagen. Ich kenne auch kein einziges schwedisches Model, glaube ich. Ich kenne eine Menge Models, aber keine schwedischen. Und das ist ja der Sinn des Ganzen. Der Text handelt davon, dass man auf dem Weg zum Gig ist und ständig alles schief geht. Und dann sitzt man da irgendwie im Backstage und denkt, und jetzt ein schwedisches Model und ein Haufen Koks. Und natürlich ist weder das eine noch das andere da. Deswegen kann ich dir nicht sagen, was die schwedischen Models dazu sagen. Aber ich glaube, so wie ich die Welt kenne, da ist selbst im tiefst arabischen Raum freuen die sich alle noch über so eine schöne weiße Nasenfreude. Also von daher passt das schon. Jackie ist Jack Daniels. Ja, Koks. Hallo? Was ist das denn für eine Frage? Jack Daniels geht gar nicht. Mit Jack Daniels koche ich tatsächlich. Also das kann man super gut, wenn man was angebraten hat und Gemüse reingekippt hat, eine Prise Jack Daniels drauf. Schmeckt deutlich interessanter, als wenn man es nicht macht. Aber zum Trinken, jeder wie er will, aber ist nicht meins. This is the way to work. This is the way to work. This is the way to work.
Ich rette mich quasi selbst durch große Ignoranz, muss ich sagen. Also A, sind sie ein bisschen im Schnitt, ein bisschen prüder, als man, als sie tun. Das ist so die, wie soll ich sagen, nach außen hui, nach innen nicht viel, außer ich muss schnell nach Hause, weil es ist ja schon spät und so. Aber ich möchte mich ja auch nicht wirklich irgendwie für 3,50 Mark an der Ecke zum Verkaufspreis geben und nur weil da irgendeine süß ist und beim Gig an der Hose zieht, heißt das ja noch lange nicht, dass ich die dann einmal richtig durchnehmen muss. Das ist ja Quark. Also das muss schon jemand Interessantes sein, dass es mich auch interessiert. Ansonsten habe ich schon mal eine nackte Frau gesehen und das ist so interessant dann auch nicht mehr. Also. Geiles Gerücht, das stimmt. Also das stimmt nicht. Ich war tatsächlich vor 1,5 bis 2 Wochen das erste Mal in meinem ganzen Leben auf dem Fischmarkt, beziehungsweise neben dem Fischmarkt, als der Fischmarkt war. Aber dieses Gerücht ist entstanden durch Kai Hawaii in Hannover. Und zwar war das ein ziemlich cooles Festival, ich habe vergessen, wie es heißt. Da waren wir eingeladen und er hat das angekündigt und Kai ist so ein schräger Typ. Ob man ihn mag oder nicht, ich komme gut mit ihm klar, aber ob man ihn mag oder nicht, ist jedermanns Sache, weil er halt so ein Unikat ist. Und er hat sich dann hingestellt und kannte mich auch kaum und hat sich einfach irgendwas ausgedacht und hat dann so Sprüche gerissen wie, bevor er Musiker wurde, war er Marktschreier auf dem Fischmarkt. Und ich habe mich schief gelacht, als er das erzählt hat, weil das einfach eine schöne Sache war, wo ich wusste, das glauben jetzt wieder 30% der Leute. Aber es ist so absurd und so weit hergeholt, das kann man eigentlich wieder nicht glauben. Und dass ich jetzt 4 Jahre oder 5 Jahre danach noch danach gefragt, spricht da eigentlich dafür, dass das Gerücht gut war. Aber es stimmt leider nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Da muss man auch irgendwie so ein Dialekt können, den ich nicht kann. Also nordisches Deutsch. An alle meine Fans. ja, ich muss alle grüßen, wurde mir gerade gesagt. Ich wurde verpflichtet, einen Gruß auszurichten. Da ich aber nicht so ein Grüßer bin, lasse ich das einfach mal und bedanke mich bei den Leuten, die echt Fans sind, die Bock drauf haben, sich Musik anzuhören, die nicht dogmatisch böse ist oder nicht dogmatisch militaristisch oder aus Zombies besteht, sondern die mal Bock haben, Party zu machen, mal Bock haben, was Hartes zu hören, mal Bock haben zu lachen. Und das werden zum Glück immer mehr und immer mehr und immer mehr und auf die freue ich mich bei jedem Konzert. Von daher vielen Dank.